Nein, 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 nicht gut. Oh, Gott sei Dank haben wir gerade gespeichert, ne? Hier ist der Turm, okay. Die man eigentlich auch schon locker einnehmen könnte. So, Agaren, ihr ballert rein. Jetzt fehlt ein kleiner Tempel. Da ist Platz. Und damit. Blau, jetzt willst du es aber wissen. Kampfkraft haben wir auf 90 gebracht. Gut, dann hauen wir wieder die Kasernen an. Tut ihm richtig weh. Auf den Priester hauen wir uns auch noch weg. So, die Hälfte haben wir verloren. 30. 50. Nö, gar nicht. Ein Drittel. Viertel haben wir verloren. Irgendwo hier geht es auch zu grün. In Patricks Glühwein drin. Das ist die letzte Mission, wie gesagt, die ich nie geschafft habe auf schwer. Sieht aber irgendwie jetzt schon sehr nach einem First Try aus. Ich weiß auch nicht. Und ich habe die sicher nicht perfekt gespielt. Aber gut. So wie das. Ah ja, ich sehe schon. Ich könnte mir jetzt auch ein bisschen tricksen. Wir nehmen einen. Lauf, nehmen mal einen Dieb mit. Kann ich ihn hier. Kann ich ihn? Wo sind die? Muss er oder muss er nicht? Und ich stelle hier auch noch einen Dieb rein. Kommt er schon? Der Schwerte, der den killen will. Kann ihn sogar da reinstellen. Noch besser. Mitten in die Bogenschützen rein. Das triggert blau. Okay, und du gehst hier rein. Genau dahin. Und das triggert grün. Ist das eigentlich Cheaten? Keine Ahnung. Das ist eine dumme KI auslachen eigentlich, oder? So, du bleibst da stehen. Und hier, er ist jetzt Oberpist. Und ihr wartet jetzt schön auf den Wikinger-Schwertkämpfer, der schon kommt. Währenddessen können wir eigentlich mal dann hergehen und neue Bogenschützen hier parken. Hallo Morbus Willi.
da oben. Steht da noch der Dieb? Stimmt, ne? So. Dementsprechend können wir noch aggressiver werden. Da haben wir ein bisschen Steine hin und dann machen wir mal ein bisschen Gold. Komm schon. Mein 20 habe ich nicht mehr. War wieder kein Gold dabei. Scheiße. Hallo Hase. Grüß dich. So. Das ist natürlich fatal, ne? Für eine KI, das ist eigentlich der Witz. Okay, wir haben Siedler, das haben wir gelöst. Mana, technisch, ja. Sieht gut aus. 24. Wie viel brauchen wir? 23, also zaubern. Da kommt Gold, prima, weiter. So, wären echt nice. Und er macht jetzt hier zu. Dann ist das eigentlich im Sack. Ja. Wir stellen um auf Only Schwertis. Jetzt bin ich eigentlich schon so sicher. First try. Und es war nicht mal schwierig. Keine Ahnung. Hatte ich jetzt nur Glück? Vielleicht hatte ich auch noch Glück. Wir metzeln hier ein wirklich schwer die nach dem anderen. Bombe. So, irgendwie. Achso, hier unten kann er auch noch hochlaufen. Okay. Dann stellen wir uns vielleicht hier hin. So. Warum produziere ich kein Militär mehr? Waffen. Kohle, Kohle, Kohle. Keine Kohle mehr. Aber gefühlt auch nicht genug Nahrung. Warum nicht? Beide Pferde rum. Ich brauche noch eine Mühle, noch einen Bäcker. Wenn's hilft. So. Tata. Ah, ist mal chill. Ist echt ein dufter Kerl. Danke, Steffen. Du auch. Hallo Hasi 72. Grüß dich. Frohe Weihnachten. Sagt mal Leute, wer freut sich noch so auf Mitte Januar wie ich? Endlich News zum neuen Siedler. Endlich geht's voran. Der Release ist nicht mehr weit entfernt. Ich bin so heiß, ohne Witz. Natürlich, wenn
da dann was passiert in die Richtung, dann seht ihr bei mir nichts mehr anderes. Das sollte klar sein, ne? Dann ist nur noch das neue Siedler, das neue Siedler, das neue Siedler. Rauf und runter mit allem, was da noch geht. Ja. Man, Anno gab es ja schon irgendwas mit der Zahl, ne? So um den Dreh. So, haben auch genug Land. Das ist mir jetzt auch zu blöd. Ich hatte mit meiner Frau davon, jetzt hier über Weihnachten, von wegen, also meine Frau guckt ja immer noch so analoges Fernsehen. Mit Werbung und so, ne? Also ihr Kids, ne? Ihr kennt das ja schon gar nicht mehr. Aber, was wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Da war so eine Weihnachtsshow, in der ARD oder im ZDF, ist auch egal. Auf jeden Fall haben da zwei Promis, B-Promis, C-Promis, keine Ahnung. Ich wusste ja nicht mal, wer die sind. Irgendwie von Let's Dance oder so, was ich ja auch in meinem Leben noch nie geguckt habe. Auf jeden Fall sollten die unter Zeitdruck irgendwie aus einem Ofen Sterne holen und damit einen Weihnachtsbaum dekorieren. Ja, und das Thema mit meiner Frau war eigentlich... Wie kann das sein, dass man auf Twitch Leuten zuguckt? Das ist doch voll langweilig und voll Panne. Und dann sage ich zu ihr, siehst du? Jetzt guck mal, was du da gerade anguckst. Das ist total Panne und langweilig. Wie kann man sowas nur angucken? Und halt wirklich, das ist so inhaltslos, was teilweise... Oh, RTL, ne? Bestes Beispiel. Egal, was da läuft. Also da würde ich wahrscheinlich auch lieber den ganzen Tag auf Twitch rumhängen, statt mir so einen Dreck zu geben. Ist mir aber jetzt auch erst jetzt so klar geworden, wie tot das deutsche Fernsehen ist. Gott. Jetzt setzen wir mal einen kompletten Satz, dass wir das mal einfach mal gemacht haben. Und dann gucken wir mal, wo wir mit unserer Kampfkraft rauskommen. GHGCRUW. Keine Ahnung, wie man dich ausspricht, aber danke für dein Follow. Bis sich dann, dufter Typ. GHG? Was? Das Grün eigentlich weh? Naja. Ich produziere gar nichts mehr, ne? Nichts mehr raus. Eine Kohleverteilung von Arsch. Die muss mehr in die Waffen schmieden jetzt. So, und wir hauen jetzt einfach mal die Eisenschmelzen kurz aus. Nee, reißen will ich sie nicht, aber... mal die Kohle da weg. Ja, weg damit. Eine können wir ja laufen lassen, aber mein Gott. Aber das Blaumuck immer noch, ne? Das ist sein Tod, ne? Also der hat ja dann demnächst nichts mehr. Hat wahrscheinlich jetzt schon nichts mehr, denn er hat ja auch noch einen Haufen Türme besetzt. Da haben wir gleich die 100 immerhin. So. Noch Wohnhäuser einbauen. Nicht mehr so viele. Sch
Stein, Stein, Stein. Da geht's dann auch weiter. Okay, okay. Wo ist denn der Holzfäller? Der könnte mal... Hier. So. 25 Mana reicht nicht. Okay. So. Mittlerweile haben wir ja auch eine funktionierende Zierzucht. Also an Eisen. Ja, an Eisen scheitert es auch nicht. Es ist echt nur... Kohle ist komplett tot. Also ich lasse die Schmelzen auch mal aus. Das geht noch eine ganze Weile so weiter. Jetzt kriegt man dann aber auch mal Waffen. Gold ist auch komplett tot. Ich habe auch nie mehr wie zwei Schmelzen gebaut, weil da kommt ja eh nichts raus. Das ist echt der Witz. Tja, damit müssen wir halt irgendwie jetzt klarkommen. Mana, Mana, Mana. Es muss alles über Mana laufen hier. Klingt komisch. Ist aber so. Nicht zu aggressiv werden. Das ist interessant. Es kommen keine Schwertkämpfer mehr von Grün. Das heißt, er hat keinen mehr. Nur noch Bogenschützen. Oh, zurück, 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 zurück. Ich weiß, hier sind irgendwie Burgen oder so. Dafür brauchen wir einfach vor allem Schwertkämpfer. Was? Du stellst dich jetzt hier noch dazu. Ohne Witz. Da kommt der eine. Das ist eine Kolonie drin. Hallo Freaky übrigens. Hier, hier könnten wir auch einen Dieb parken. So. Oh, das ist ganz böse. Das ist blau richtig an. Jetzt muss er da auch noch immer einen Schwertkämpfer hinschicken. Ey, was habe ich mich abgekotzt an dieser Mission? Wie viele Let's Play-Folgen gibt es von der Mission von mir? 20? Um es am Ende nur auf leicht geschafft zu haben? Weird. So, jetzt musst du zwei Schwertkämpfer schicken. Ah, hat doch noch ein bisschen was. Das ist echt bitter, ne? Au. Der Römer kämpft tapfer. So.
jetzt mal an, Blau zu töten. Weil es ja Weihnachten, ne? Wer kennt's nicht? Lol. So, euch hab ich nicht. Und ich habe immer noch gut Eisen. Ne, produziert jetzt wieder Waffen. Also es war vernünftig, das auszumachen. Definitiv vernünftig. Ja, aber Bogenschützen schicken gilt nicht. Schick deine Schwertis, komm. Ja, hier kommen sie. Zack. Und zack. So. Mehr Krieger zum Sieg produzieren. Ich kann nicht mehr produzieren. Ohne Rohstoffe nichts produzieren und so. Ich kann nur gucken, dass wir mehr Mana kriegen. Warum baut ihr eigentlich nicht? Es ist einfach sehr träge. Das ist das Problem hier. Das ist auch die Challenge der Map. Gucken, dass wir noch ein bisschen Platz schaffen. Habe mich vorher nicht getraut, weil ich gedacht habe, ich muss hier Ressourcen innehalten. Battle Arrow, vielen Dank! Oh, 11 Monate. Einen noch. Einen noch. Dann bist doch du golden. Wie die halt nicht mal zum Schlagen kommen. Dafür hau ich jetzt. Auch wenn das dann mit dem Dieb nicht mehr funktioniert. Ist egal. So. Bei Grün bleibt man einfach so stehen. Hier war noch irgendwo einer. Ich kann auch reißen. Die behalte ich. Die sind schön. Kampfkraft haben wir 105 erreicht. Das ist in Ordnung für die Mission. Mehr geht einfach nicht. Ich bin auch sicher, dass natürlich nicht alle Ziris fertig geworden sind. Jetzt zieht die ab und an noch mal Gold. Ja, das können wir eigentlich gerade noch mal ein bisschen die Kasernen anhalten. Dass ihr 1, 2 Gold hier, 3, es ist ja nicht so viel. Ja, 3 Goldbarren. Let's go. Da kommt schon der erste, da kommt der zweite. Da ist der dritte. So, schon erledigt das Thema. Geht's gut. Hey, dann gehen wir mal Hallo sagen, oder? Klopfen mal an die Tür und sagen Blau, wie war Weihnachten so? Ich muss euch sagen, bei uns ist es ja natürlich auch mal wieder komplett eskaliert, geschenketechnisch, ne? Also meine zwei Söhne und dann hat man noch, mein Neffe war noch da. Und die drei Kinder, also der Neffe ist 2, mein Kleiner ist 3, mein Großer ist 7. Die haben zusammen locker 60 Geschenke zum Auspacken gehabt. Die wussten ja gar nicht mehr, was sie als erstes, nehmen. Das ist komplett in die Hose gegangen eigentlich. Das hätte für 4 Weihnachten gereicht. Das waren ja auch keine kleinen Geschenke. Oh Mann, wie konnte das nur so schief gehen? Ich schieb's natürlich auf die Oma, wie klar. So, du noch runter. Ihr aber nicht. Halt, halt, halt. Ihr aber nicht. Ihr müsst hier bleiben. Das funktioniert viel zu gut hier. Scheiße.
ich nie. Schon wieder ihr. Muss ich auch mal in die Gruppe verpacken. Hier. Dementsprechend kriegt er jetzt ein Schwert ins Gesicht. Damit ihr euch mal nicht bewegt. So, ihr macht jetzt die Schwerter auf 1 und die Bögen auf 2. So, so, Angriff. Gut, und das ist auch grün. Prima. Was macht hier meine... Gar nichts mehr, ne? Was ist denn los? Da habt ihr was gebaut. Das wäre sogar nochmal Stein gewesen. Was? 63. Gold. Ja, Grüner, was willst du jetzt hier? Verpiss dich. Dass die Blauen jetzt hier hochlaufen können, das ist eigentlich auch nicht der Plan gewesen. Ja, die erreichen ja nicht mehr. Egal, wir gehen hier runter. Da ist viel mehr los. Okay, ich sollte euch nehmen und hier hinstellen. So, und jetzt mache ich mein Handy an und habe hoffentlich ein Basketballergebnis. Yes! Gralsheim FC Bayern gewonnen. Gegen den Tabellenführer. Ho, 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 frohe Weihnachten. Das ist geil. Bamberg am Freitag, heute das letzte Mal vor Zuschauern, die Bayern. Immer ab in Lockdown. Wie das, was ist denn das hier? Warte mal, was will denn jetzt der Scheißpriester da? Das ist nicht... Ich habe hier noch einen Dieb drin stehen, oder? In dem Baum. Deshalb trigger ich hier auch nach wie vor blau. Ja, aber wo kommt denn ihr jetzt her? Ich hatte den RIP. Was? Ja, Leute, wenn wir hier heute zügig durchkommen, spielen wir noch eine Runde Anno 1404. Also das ist mal definitiv. Und dann nochmal, ich bin hier am Ende von meinem Siedler 4 Let's Play. Theoretisch. Wenn ihr noch eine coole Kampagne kennt, wenn ihr coole Maps habt, wenn ihr, was mir noch viel cooler wäre, eine coole Koop-Maps, Koop-Kampagnen, irgendwie sowas, was ich glaube hier kenne, dann schickt mir das, bitte. Nein, 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 nicht gut. Oh, Gott sei Dank haben wir gerade gespeichert, ne? Ja, wenn man offen steht wie ein Scheunentor, ist es auch nicht so gut. Wenn der mich angreift jetzt, dann greife ich dich auch an. Und es ist natürlich geil, dass du hier... Eigentlich muss ich dich hier angreifen. Hier jetzt durch diesen engen Schlauch hier durch muss, ist eigentlich perfekt für mich.
Und daher aufs Maul. Wir kämpfen außerhalb. Die Liebe, ihr geht jetzt mal hier raus.